Ja, hier sind wir wieder und nein, nicht aus der Karte raus. Das nächste Objekt unserer Begierde. Da. Befindet sich hier. Da. Eigener Wegpunkt. Da werden wir hin. Geschickt. Das ist eine Kaserne. Und da befindet sich das nächste, die nächste Glyphe. Damit das schneller geht, werden wir hier unten... Hi. Den netten... das nette Tunnelsystem benutzen. Und mal gucken, ob das hier auch drin steht. Kaserne, das müsste sie eigentlich sein. Wir müssen zur Kaserne. Oh, da war eine Mission erfolgreich. Ich weiß zwar noch nicht welche, aber hoffentlich bringt sie Geld ein. So, das ist alles an... Okay, hier nicht. Ja, das ist die Kaserne und das Ganze befindet sich irgendwo an einer Außenmauer. Die wir jetzt erstmal noch finden müssen. Damit durchgucken wir uns jetzt einfach mal die Außenmauern an. Ist mir egal, dass wir jetzt gerade runterlaufen. Ich versuche, was zu finden, Leute. Hier nicht. Und jetzt laufen wir einmal drumherum. Ach, da läuft hier so ein Borgia-Bote, aber die konnte ich ja eh noch nie ausstehen. So, dann muss es da irgendwo sein, ne? Da ist sie! Die nette Ruine. Na los, komm da. Die Glyphe. Und da wollen wir jetzt mal reinhoppeln. Gut, dann gehen wir mal wieder in diesen netten schrägen Raum, wie immer, auf diesen komischen Block zu. Da fährt er rein. Und jetzt bin ich mal gespannt. Cluster 5. Laden. Scannen. Scannen. Was bin ich? Was bin ich? Verloren. Okay, hier hören wir ein komisches Lied. Machen wir mal weiter. Laden. Oh, da sind wir wieder auf dem Schachbrett. Jetzt hat die Königin sich von hier nach hier verschoben. Nee, das will er nicht. Okay. Oh, ich habe den Text vergessen zu lesen, Leute. Es tut mir leid. Zugriff verweigert. Durch einen elektrischen Blitz können Regierungen stürzen. Gut, dann gucken wir uns das alles hier mal an. Wir möchten, dass ihr ökonomisches Programm erfolgreich ist und werden unser Bestes tun, um ihn zu erhalten. Athos. Ja, das ist immer so blöd. Die sind immer... Das verstehe ich nicht. Ich glaube, hier gibt es bestimmt einen Code, wie man das hier übersetzen kann. Aber frag mich nicht. Argentinien in den 1970er Jahren. 30.000 Menschen verschwanden bei Razzien. Okay. Gucken wir mal das nächste Bild an. Salvador Allende wollte, dass die Fabriken Chiles dem Volk gehören. Ja, das haben wir gehört. Salvador Allende wollte, dass die Fabriken dem... Was ist das hier eigentlich für ein Bild? Jetzt muss man mal... Oh. Ach ja, dein Templerzeichen. Natürlich. AK war der Vordenker. Okay.
ist jetzt hier natürlich ein bisschen... Au, da! Chile, 1964, das Volk jubelt seinen Namen bis 1973. Das ist anstrengend. Okay, was ist hier? Die Probleme sind zu wichtig, als dass man die chilenischen Wähler selbst darüber abstimmen könnten. Okay. Staatsstreich. Okay. Mossadegh wollte, dass die Ölgewinne ans Volk gehen. Nicht schlecht. Iran 1953. Gekaufter Schauspieler. Gekaufter Schauspieler. Gekaufter Schauspieler. Naja, das kennt man ja. Shah Pahlavi, Shabian Jafar und Jafari und Sabak beginnen, die Bürger zu terrorisieren und die kapitalistischen Interessen der Ölindustrie zu schützen. Aber war das ihr einziges Motiv? Das hatten wir schon alles. Hier unten scheint noch ein größeres Bild zu sein. Ah! Luxio. Ah, stopp, da ist noch was. Die Natur zeigt uns, dass eine grundsätzliche Ordnung und Hierarchie notwendig ist. Augusto Pinochet. Okay, hier müssten wir alles geschafft haben. Ah! Ganz viele Symbole. Und das hier wird wahrscheinlich... LTT. Ja, das wird wahrscheinlich das Bild sein. Und der Schlüssel. Ich habe ihn mir dieses Mal was einfacher. Ich habe ihn dieses Mal auch hier wieder neben getan. Da war es, Mist. Weil ich das einfach... Das ist das dämlichste Rätsel, was die hier im Jemen gemacht haben. So, da kommt... Nein, das Zeichen hin. Hier kommt... Das Zeichen hin. Hier kommt das Zeichen hin. Da war... Ich kann nicht zurückgehen. Na egal. Nochmal durchklicken. Das war's nicht, das war's nicht. Das ist es. Laden. Okay. Restricted Tunnel Classified Message betreff Südamerika. Wenn wir den Erfolg der Firma sicherstellen wollen, müssen sich Agenten der Firma frei vom Land zu Land bewegen und jedem Land ihre Macht behalten können. Eine globale internationale Ordnung muss eingeführt werden. AW Argentinien. Sagen Sie den Kapitalisten, wenn Sie der Junta helfen, an der Macht zu bleiben, verteilen wir Ihre Firmenschulden auf das argentinische Volk. So werden Sie jeden Volksaufstand niederschlagen. Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen die Gewerkschaften zerschlagen werden. AW Chile. Der freie Markt muss sich durchsetzen. Fs Besuch letztes Jahr hat dabei geholfen, aber jetzt müssen alle öffentlichen Firmen an den privaten Sektor verkauft werden. Möglichst billig. Der Preis für Brot und Grundnahrungsmittel muss steigen. Ich will, dass das Volk weiter in Armut lebt und sich nicht widersetzen kann. Alle Spuren dieses Plans sollten scheinbar auf die US-Regierung zurückführen. Die Einmischung der Firmen muss geheim bleiben. Für erfolgreiche Beispiele einer ähnlichen Öffnung der Märkte brauchen sie sich nur die Befreiung von Iran von 1953 und die Befreiung Guatemalas von 1945 einsetzen. Pflück! Ah, Flug. Laden. Quarantänezone. Okay. Löhne sollten verringert werden, damit die Mittelklasse unsere Untertanen bleibt. Ja. Dem fairen und freien Wettbewerb des Marktes unterliegen und
sollten nicht durch Einmischungen einer vom Volk gewählten Regierung, ja, der Legislative kontrolliert werden. Ist hier noch irgendwas? Ach, da. Quarantäne drei sogar aufgerufen. Mittlerweile. Okay, Cluster 5. Ist auch noch nicht so ganz, da steht jetzt liegt. Aber das hilft uns noch nicht weiter. Ja, ich weiß jetzt aber auch schon, wo Orte. Ich habe das jetzt übrigens so gemacht, Orte. Wir haben nämlich fast die ganzen Orte schon mal gehabt. Das sind alle Orte, die wir gefunden haben. Die nächste liegt... Ich weiß, da war so ein Zeichen, das heißt, das soll es auch sein, aber ich möchte schon irgendwie... Wie ich schon sagte, an einer bestimmten da... Aventio, da müssen wir als nächstes hin. Jetzt können wir hier Marker setzen machen und klicken wir auf weg und auf zurück und wir laufen da erstmal hin. Ich habe mir jetzt noch nicht angeguckt, wie das Rätsel aussieht, aber vielleicht schaffen wir es auch erstmal so. So, nein. Da hinten müssen wir hin. In die Richtung. Ich weiß jetzt nicht, wie lang, wie viel das in die Richtung ist. Wir versuchen es einfach mal. Sollte ja nicht so schwer sein. So, das Ding ist es auf jeden Fall nicht. Hier unten, ach ja, hier unten ist ja so ein See. Da sollten wir vielleicht außen rumlaufen. Dass wir auf jeden Fall nicht in den See reinfallen. Weil da hätte ich jetzt überhaupt keinen Bock zu. So, hier hoch. Ach, hier laufen wir mal durch. Was ja total viel bringt. Okay, dann laufen wir einmal drum. Nein, drumherum. Weiter in die Richtung. Weiter in diese Richtung. Da stand übrigens auch eben schon, wie viele Orte wir besucht haben. Und dass wir auch die Romulusgräber sind da vermerkt, die wir besucht haben. Es ist also alles vermerkt, was ich hier zum Beispiel sehr gut finde. Alleine würde ich das ja nicht finden. So, da vorne scheint der Ort langsam zu sein. Das Ding wird größer. Ich bin mal gespannt, wo es da ist. Vielleicht finden wir es auch alleine. Ich bin mir noch gar nicht so sicher. Hi. Ja, ach, es ist immer noch nicht größer geworden. Aber das sieht mir so aus, als ob wir bald in der Nähe des Ganzen wären. Hoffe ich zumindest. Okay, versuchen wir da mal weiter hochzulaufen. Ich laufe doch schon wie ein Bekloppter. Da oben scheint es nicht zu sein.